Hallo Leute, da ist euer Sorero wieder. Wir sind wieder in City Skylines und schauen uns wieder mal unsere Stadt an. Ich habe fleißig weitergebaut. Ihr seht das Fußballstadion, es gab ein zweites Spiel und meine Mannschaft hat zwei Spiele gewonnen. Null verloren, super. Ein Gast bringt mir ordentlich Einnahmen, da freue ich mich. Genau, und ihr seht auch, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, da war um das Stadion rum noch so sehr viel Platz und ich habe da schon eine ganze Menge mehr gebaut. Da hinten beschweren die sich alle, wollen alle abgerissen werden, haben keine Arbeiter, beschweren sie sich immer. Und ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen ratlos, warum. Ich habe nämlich sogar schon eine Buslinie hier hingelegt. Hier, da fährt der Bus. Passagiere 38 ist jetzt nicht so super. Irgendwo hier ist die Haltestelle, glaube ich. Mal gucken. Da ist die Haltestelle, ja. Da steigt jetzt einer aus oder so, genau. Da nächster Bus, 4 von 30, also irgendwie so richtig viele Leute sind da jetzt nicht drin. Da ist nochmal eine Haltestelle, steigen auch welche aus. Ja, diese Buslinie geht, wir können uns die mal anschauen, hier drüber, dann hier drüben in mein Wohngebiet. Und eigentlich dachte ich, dann müssten doch die Leute aus dem Wohngebiet in den Bus steigen, wenn sie nicht mit Auto fahren wollen, und fahren hier rüber und arbeiten hier. Aber das machen sie anscheinend nicht. Da ich jetzt nicht weiß, wo die Leute herkommen, ich habe, wie gesagt, ich spiele momentan ohne Mods, damit ich die Errungenschaften kriege. Ja, da glaube ich, habe noch keine geschafft, aber ja, das funktioniert da hinten nicht so richtig. Dann seht ihr, habe ich hier ein bisschen weiter gebaut, habe hier nochmal Autobahn an- und Abfahrten gebaut für das Wohngebiet. Das heißt, auch die Leute, die hier wohnen, können hier schnell auf die Autobahn, hier rüber, können hier, hier runter und hier arbeiten. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich bin ein bisschen ratlos. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich hier Arbeiter hinkriege oder warum die sich beschweren, dass sie keine Arbeiter finden, eigentlich gibt es ja genug, müsste es genug Arbeiter geben. Dann habe ich hier drüben weitergebaut. Ihr seht hier ganz viel Gewerbe noch, auch ein bisschen Büro und ein bisschen Industrie, ja, so viel Gewerbe hier ist. Und ich habe einen Güterbahnhof gebaut. Und beim Güterbahnhof habe ich eine Weile gewartet und gewartet und dachte, okay, so wie jetzt so ein bisschen, kommt ja gar nichts, ist ja merkwürdig. Hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann kamen dann tatsächlich die LKWs. Ihr seht, der hat da angehalten, der fährt hier rein. Hier ist jetzt auch gerade ein Zug. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert, mich einen Moment gewundert, wo ich dachte, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich den nicht richtig angeschlossen, fehlt irgendwas, aber das funktioniert. Hier will mal wieder was abgeschlossen werden. Auch die hier sagen, hey, wir brauchen Arbeiter. Und ich habe extra hier noch eine Verbindungsstraße zu meinem Wohnviertel hier gebaut. Eigentlich müssten hier genügend Arbeiter herkommen. Irgendwie kommen die nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, woran das liegt und wie ich besser hier Arbeiter rankriege. So. Hier unten habe ich, ja eigentlich, doch hier habe ich noch ein bisschen weiter gebaut. Also ist alles noch ein bisschen voller geworden. Und ich möchte jetzt als nächstes, ach so, eine Sache kann ich euch noch zeigen. Ich habe nämlich, krieg nämlich langsam die ersten Verkehrsprobleme. So, hier in der Stadt, da weiß ich auch noch nicht so richtig was. Hier sind nämlich auch keine Ampeln und so. Da ist richtig viel Verkehr, da drüben, da ist richtig viel Verkehr. Und hier ist richtig viel Verkehr und hier habe ich schon, mach das mal weg, dann sieht man es ein bisschen umgebaut. Ich habe also denen die Möglichkeit gegeben, hier rüber zu fahren, beziehungsweise hier rüber. Diese Straße, die ging eigentlich auch hier ran und daran, die habe ich oben rübergelegt. Das funktioniert. Leider ist das so ein bisschen noch mein Sorgenkind. Am liebsten wäre es mir entweder diese Ampel weg oder zumindest ohne Mod, aber das geht ja nicht, zu sagen, die dürfen hier nicht geradeaus fahren. Die dürfen nur darum und darum fahren. Das wäre ideal. Dann würden nämlich alle, die darüber wollen, hier oben rüberfahren und das gar nicht benutzen. Ihr seht aber, die meisten biegen so rum ab. Moment mal. Ihr kommt von der ihr wollt da drüben hin. Aha. Mensch, super, dass ich das mal in der Übersicht sehe. Die wollen da drüben hin. Ich frage mich, die fahren hier von der Autobahn runter? Fahren hier rüber, darüber, auf die Autobahn wieder rauf, das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Die wollen da drüben hin. Das dürfte sich doch relativ einfach erfüllen lassen, Leute. Wir machen nämlich, unten.
von unten eine Autobahnabfahrt. So. Und sagen, bitteschön, fahrt mir doch darüber. Okay? Also die Pfeile hier machen natürlich überhaupt keinen Sinn, weil darum zu fahren, von der Autobahn zu kommen und darum zu fahren, macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber das müsste sich ja jetzt ganz schnell hier dieser Stau lösen, wenn die viele darüber fahren. Klar, viele fahren auch hier rum. Die könnte ich sogar irgendwie so rum noch leiten. Mal gucken, das können wir auch noch probieren. Wir sind hier gerade im Probiermodus. Und sagen von da nach... Da ist der Ort... Warum ist dieser Ort belegt? Da, so. So. Am besten gleich hoch, Gefälle zu steil. Also dann nur so ein bisschen raus. Jetzt in der Kurve. Nach oben. Zu steil. Ja. Dann zu weit weg. So. Das passt irgendwie gerade nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Dann legen wir mal die hier so eine kleine Extrakurve lassen. Oder vielleicht muss ich hier einfach diese nehmen. Und das würde gehen. Will ich daran... Das sieht mir ganz schön steil aus. Aber dann könnten die, die da lang wollen... Ups, wo habe ich jetzt drauf gedrückt? So, die, die da lang wollen, könnten dann einfach hier lang fahren. So, jetzt haben wir die schon mal hier. Und dann müsste sich das doch eigentlich hier... entstauen. Und zwar deutlich entstauen. So die Idee. Guck mal, jetzt sind die schon darüber gefahren. Fahren die jetzt hier ab. Ich lasse das mal ein bisschen schneller laufen. Eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen. Zumindest wird die Abfahrt hier gut genutzt. Das Ding leider noch ziemlich gar nicht. Steht der da oben? Ist da eine Ampel? Achso, ja, die Ampel war schon. Ja, das ist blöde. Diese Ampel, dem würde ich gern sagen... Darum darfst du nicht, du darfst nur so rum und das ohne Ampel. Aber okay, manche Sachen gehen halt doch nicht. Also, nach kurzer Beobachtung sieht es zumindest deutlich besser aus hier. Hat sich deutlich entspannt, die fahren hier rüber, das können sie gerne machen. Und so weiter. Gut, damit das Video nicht schon wieder so lange wird, ich habe ja schon einen Güterbahnhof hier gebaut. Und ich dachte, ich baue noch einen Personenbahnhof. Ich kann ja auch hier einen Personenbahnhof bauen. Bahnhof. Aber wahrscheinlich muss ich da erst noch ein bisschen näher hier ran, oder? Ich bin ja so noch ganz schön weit weg. Also auf jeden Fall muss ich hier eine Straße bauen. So. Ich nehme mal dafür eine. So eine. Ne, wir nehmen eine normale. So. Straße. Jump. So. Irgendwann muss ich hier sowieso rüber. Nein. Ach so, ich bin im... So, ich bin schon im Kurvending. Okay. So. So. Jetzt bauen wir hier... Ach so, von hier gleich vielleicht noch so rum. Und so rum. So, das reicht ja erstmal. Straße, einen Personenbahnhof und den hier ransetzen. Baukosten, so, dann Gleise zu bauen. Nach da und da, so. Da muss ich jetzt natürlich Wasser und Strom hinlegen. Logischerweise, von wo kriege ich das am dümmsten? Von da, Wasser. Und Strom, gucken wir mal, sieht im Übrigen noch gut aus. Gehen wir mal da, darüber, da lang, darüber. So, Wasser und Strom. Und jetzt gucken wir mal, das ist natürlich momentan ganz schön weit ab von meiner Stadt, ob hier Züge ankommen. Also, tatsächlich Personenzüge ankommen und hier Leute hinfahren. Parkplatz gibt es auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, ist halt ganz schön weit weg. Jetzt staut es hier gerade. Wollen die jetzt... Naja, ich glaube nicht, dass die alle jetzt zum Bahnhof wollen. Wenn wir hier sowieso eine Ampel haben, könnten wir eigentlich auch hier nochmal rausgehen. Wo ist denn das? So? Ja. Jump. Dann muss ich hier nur gucken, dass ich unter dem Dings durchkomme, unter der Stromleitung. Genau, hier drüben wird jetzt wahrscheinlich dann sowieso weiteres Wohngebiet entstehen in dem Bereich. Bisschen Gewerbe noch. Also jetzt ist hier noch nichts los an meinem Bahnhof. Ja, so ist das mit den Bahnhöfen. Nichts los. Jump. Ich kann ja hier schon mal ein paar Leute sich ansiedeln lassen. Hier so. Die Frage ist natürlich, ob ich die Straße irgendwann noch deutlich mehr ausbauen muss. Hier mal ein bisschen... Ah nein, das war falsch. Doch kein Gewerbe. So rum. So. Und so, und dann machen wir hier ein bisschen Gewerbe. So. Dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Dann gucken wir vor allem mal, ob hier irgendwann mal was an meinem Bahnhof passiert. Einnahmen. Bus bis jetzt alles. Und die Ausgaben sind auch ein Bus. Zug sind natürlich, habe ich jetzt zwei Bahnhöfe. Meine Ausgaben zählen da rein, auch von meinem Güterbahnhof. Der wird hier aber nicht bei Einnahmen gezählt. Keine Ahnung, wo die Einnahmen dann hinfließen. Mit den Buslinien hatte ich eine ganze Weile ein Problem, weil die im Negativen waren. Also ich hatte mehr ausgegeben als eingenommen. Und habe da das aber einfach lösen können, indem man einfach mehr Buslinien baut. Also offensichtlich kostet das Busdepot am Anfang so viel, dass es erst bei mehreren Buslinien sich überhaupt lohnt, da und dann effektiv wird. So, das ist aber, funktioniert aber hier ist ja immer noch gar nichts los. Genau, ganz und gar nichts. Schade, schade, schade. Hier nochmal rausgehen. So. Und dann in der Kurve hier rum. Und hier rum und das anschließen. Hier haben wir jetzt noch viel, viel Platz für Wohnraum. Brauchen aber gerade mehr Gewerbe. Also machen wir hier noch ein bisschen Gewerbe ran. Bitteschön. Ihr kriegt, was ihr wollt. So. Muss ich mir überlegen, mache ich hier dicht besiedelten Wohnraum oder den nicht so dicht? Zug? Nein, Güterzug. Vielleicht muss ich das auch erst rumsprechen und dauert eine ganze Weile. Da kommt noch ein Zug. Das ist bestimmt auch ein Güterzug. Wir warten mal, schauen uns den an. Zug, wo bist du? Auch ein Güterzug. Da rauscht er vorbei. Ja. Irgendwie, jetzt habe ich einen Bahnhof gebaut und das funktioniert nicht. Noch kein Zug da. Noch keine Einnahmen durch Züge. Nächster Zug. Also mein Güterbahnhof scheint ja ordentlich zu brummen. Gerade ein Zug weggefahren, schon wieder ein Zug da. Habe ich mir eigentlich eine lustige Straßenkombination gemacht, dass die vom Güterbahnhof nicht hier auf die Straße müssen. Hier ist er ganz schön voll, sondern hier oben langfahren können, gleich wieder da rein. Hier ist gerade ganz schön voll. Die wollen alle da auf die Autobahn, vermutlich. Das hilft alles nichts. Da müssen sie durch. Okay. Da muss ich mir auch noch was überlegen, aber eigentlich frage ich mich gerade eher, was macht mein Güterbahnhof? Bediente Passagiere der letzten Woche? Null. Null, gar nichts. Hier bauen sie mittlerweile fleißig. Ich lege mal einfach so. Bis da drüben habe ich es schon gelegt. Ich muss hier nur noch ein paar Querstraßen einziehen, dass die Leute auch... dass ich nicht so viel Platz hier verschenke. Das wäre ja sonst unsinnig. Ja. So.
Dann könnte man immer hier so ein bisschen Abstand einfach was rüberziehen. Da die nächsten und rüberziehen. So. Die nächsten und rüberziehen. Das muss auch nicht völlig parallel sein aus meiner Sicht. Nächste Güterzug. Dann würde ich nur hier immer noch mal so eine Straße durchlegen. So, einfach aus dem Grund. Die machen wir jetzt mal gerade. Die nach da. Die darüber. Was sagst du denn hier? Du hast keinen Straßenanschluss. Ist ja strange. Ist das... Ach. Oh, ich baue gerade alles Einbahnstraße. Na, kein Wunder, dass hier nichts kommt. Oh nein, gleich mal pausieren. Das ist doch keine Einbahnstraße hier. Das ist doch ganz normale zweispurige Straße. Das auch, das auch, das auch, das auch. Na, kein Wunder, die kommen da rein und würden nicht mehr rauskommen und deswegen fährt da keiner lang. Bin ich denn? Aber habt ihr jetzt nicht gehört, ich bin natürlich nicht. So und so und so und so und so und so und alles hier keine Einbahnstraße. Bau doch hier kein riesen Einbahnstraßensystem auf. In meinem Wohngebiet. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wo war ich denn? Da kann ich, ja. Da, 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 da. Voila, hier kann zwischendurch, kann ja so ein bisschen Einbahnstraße sein. Von mir aus. Das Ding kann die Einbahnstraße sein. Aber das nicht. Das geht in beide Richtungen. So. So, das haben wir schon. Die hier in der Mitte ist von mir aus eine Einbahnstraße, habe ich kein Problem mit. So, 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 das noch. Und das ist alles schon. Okay, dann lassen wir mal laufen und gucken mal, ob sich die Situation jetzt ganz schnell ändert und hier ganz schnell mehr Leute kommen, weil, ja... Einbahnstraße macht natürlich genau 0, gar keinen Sinn, logischerweise. Hier kann ich schon ein bisschen was abreißen. Das und das kann ich abreißen. So, ist natürlich jetzt immer noch keiner. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Und guck mal. Keine Autos da, keine Züge da. Aber der Sonnenaufgang. Schauen wir uns den Sonnenaufgang an im Zeitraffer. Schubs, da geht die Sonne auf. Die Schatten werden kürzer, 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 kürzer. Ah, das erste Auto. Okay, ist die Polizei, die Streife fährt. Ha, hallo. Ja, auch die Polizei will mal mit dem Zug fahren oder so ähnlich. Wer sich fragt, das da, das sind die Autobahnen, die ich gebaut habe. Die gehen einfach noch nicht weiter. Okay, immer noch keine Passagiere. Das Tempo mal ein bisschen zurückgenommen. Sonne ist ja jetzt aufgegangen. Das Tag. Jetzt könnten hier mal, also hier fahren jetzt schon ein paar Autos lang, aber ist noch nicht so richtig viel. Wir machen hier mal ein bisschen Gewerbe, weil am Bahnhof will man ja auch ein bisschen was essen. Und machen hier drüben... Und dann muss ich erstmal gucken. Ja, hier gibt es nämlich kein Wasser. So. Und so. Und so. Und ich verbinde das mal. Und bereits belegt. So. Und den ziehen wir da. Da. Und dann haben wir hier Wasser überall. Sieht mit Strom aus. Okay. Wasser. Okay. Machen wir hier mal noch ein bisschen Bürogebäude. Falls hier ein paar Leute arbeiten wollen. Die sind zwar momentan noch ganz weit ab vom Schuss, aber hier wird ja noch ganz viel gebaut. Und dann gibt es hier einfach tatsächlich, ich mache einfach mal dicht besiedeltes Wohngebiet hier hin. So. Ich glaube, diese kleinen Teile funktionieren nicht wirklich, aber egal. Landen nicht vergessen, ganz wichtig, mögen die Leute unglaublich. Es ist ein paar Parks. Ja. Ein Hundepark da. Ne, was war das? Ein kleiner Spielplatz da. Und dann gibt es hier den großen Spielplatz. Den machen wir
da. Und dann machen wir hier noch einen großen Park mit Bäumen hin. Da muss ich nur, glaube ich, eine Straße abreißen. Da. Großer Park mit Bäumen. Der ist einfach so riesig. Passt der hier irgendwo hin? Mist. Die Straßen sind so schief. Also nochmal schief und krumm hier. Einfach weg. So. Und dann den großen Park. Ich würde ihn lieber hier an die Seite machen. Aber das geht gerade anscheinend nicht. Ich kann ihn nur dahin. So, da machen. Hier hatten wir Einbahnstraße in der Mitte. Die müssen wir eigentlich bauen. Dann machen wir eine kurvige Einbahnstraße. Nein. So. So, und dann geht die da rum. Die Einbahnstraße geht jetzt immer noch bis hier, genau. Und machen dann zumindest hier einmal quer. So. Und hier einmal quer. So. Genau. Wunderbar. So. Ah, Bahnhof, Passagiere 0. Okay, Leute. Wir sind schon wieder bei knapp über 20 Minuten. Das ist ein Güterzug. Und hier will einfach kein Zug kommen. Ich mache dann jetzt erstmal Schluss. Ich werde das bei euch beobachten. Und werde gucken, ob man nicht vielleicht doch mal da einen Zug hinkriegt. Falls ihr eine Idee habt, warum die sich hier, die hier drüben, sich beschweren, dass sie keine Arbeiter haben, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was kann ich da machen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.